Heyzer und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Corps Party. Und wir machen jetzt da weiter, wo wir das letzte Mal verreckt sind. Normalerweise sollte man ja vor einem Geist wegrennen. Aber ich mach das natürlich nicht. Oh, ist das wieder so eine elendige Hitze hier drin. Ich gehe ein wie eine reife Tomate. Ist das schlimm. Ich hab gefühlte 42 Grad hier drin. Können noch 45 sein. Auf jeden Fall fühle ich mich wie in einer Sauna. Das ist so heftig hier. Oh Mann, und mein Ventilator kann ich während der Aufnahme ja nicht anmachen, ansonsten macht's ins Mikro und dann meckert ihr, weil ihr nichts mehr hört. So, jetzt laufe ich aber weg. Ich lauf weg. Böser Geist. Wo bist du und Nichan? Das fragt Luca sich jetzt auch. Es könnte immer mal wieder sein, dass ihr irgendein Knistern hört. Das bin ich mit meiner Serviette, dass sich den Schweiß von der Stirn wischt. Arme Yuka, wo ist der große Bruder bloß hin? Wieso hat er sie allein gelassen? Ob da vielleicht ein Geist dran schuld ist? Wer weiß. Speichern wir das aber erstmal ab. So, dann schon gehen wir uns mal umschauen. Gut, damit wurde mir gesagt, du darfst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Sollte ich das mal ansprechen? The foreign cabinet is blocking your path. It seems that's okay. Das ist der Spruch. Na gut, dann gehen wir einfach mal hier lang und was machen wir? Das ist jetzt eine gute Frage. Wir müssen den Bruder finden. Nur wo könnte er sein? Ich gehe jetzt einfach nochmal hier runter. Ne, hier ist schon mal nichts. Dann erst hier oben was? Nein. Ist er auch nicht. Wo könnte er sein? Wie hieß er noch? Vorname vergessen. Satoshi? Nein, oder? Das wird auch wieder anklicken. Er wieder der Psycho mit der Kamera. Kimi wa Mochida no imoto.頭がおかしくなりそうだね。そこかしこにこんな死体がある。震えているのか?持ち玉どうしたの?お兄ちゃん、ひなこだったんだのです。かわいそうに。おいで。 一緒に探してあげるよ。いいです。そこ一人で。どうして逃げるんだい?アルタ。どうして逃げるんだい? Der versucht das jetzt. Was ist er denn für ein krankes Schwein? Ah. Jetzt habe ich total verschwitzt, den Text vorzulesen. Ist irgendwie egal. Ich habe irgendwie gedacht, ich bin am Lesen laut und naja, egal. It almost seems as if she could snap out of it at any moment, stand up and walk away.
The corpse is so fresh, simply being in its presence is disquieting. Nein, du ekelhafte Sau. Lass das kleine Mädchen in Ruhe. So, du kannst mich mal, ich verschwinde hier runter. Ich suche mir irgendeinen Ort, wo ich mich von dem verstecken kann. Hä? Bin ich denen jetzt entkommen oder so? Keine Ahnung. Aber anscheinend bekommt man keinen Wrong End, wenn man von dem erwischt wird. Okay. Wo lande ich jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade lang gehe. War ich hier schon? Das ist die King Corps. Yo, hier war ich schon. Boah, erschreckt mich nicht. Jetzt bin ich hier unten. Was war hier unten denn alles? Einmal kurz räuspern. Hier war doch der Raum mit hier, den komischen Creepy-Bildern. Ich will durch den anderen Ausgang gehen. Ach nee, der war jetzt zu. Ging hier. Wo geht's denn lang jetzt? Die Tür ist zu. Die Tür ist ebenfalls zu. Genauso wie die Tür. Die sind alle zu. Das weiß man ja. Was hatten wir hier? Ja, du musst ziemlich aushalten. Das ist böse. Man sollte nicht allzu lange aushalten. Das könnte irgendwann ins Auge gehen. Naja, nicht ins. Also nicht in dem Sinne ins Auge. Ich pinkel mir ins Auge. Nein, ist auf jeden Fall nicht gesund. Sagen wir es mal so. Bauchschmerzen ist nicht das Einzige, was man davon bekommen kann. Na gut, reden wir davon mal nicht weiter. Muss ich an den Typen etwa vorbei oder muss ich hier? Ich gehe mal nach hier oben. Komme ich nicht vorbei. Dann muss ich an den Typen vorbeirennen. Hallo, du Freak. Der Freak ist. Wo kommst du denn her? Wo bist du denn hergekommen? Jo, er kommt mir sogar nach. Voll runter, Idiot. Wohin gehe ich? Ich gehe nach oben. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinlaufe. Wo ich am besten hinlaufen soll. Kein Eingang unter dieser Tür. Wieso erschrecke ich mich vor dem wie vor einem Geist? Lass mich in Ruhe. Sack. Die Szene gab es übrigens auch im Manga, da hat sie sich aber schnell in einem Klassenraum verstecken können. Da darf ich nicht rein, okay. Hat sie sich in einem Klassenraum hinter einer Tür verstecken, hinter einer Tür, unter einem Tisch verstecken können, aber ich habe jetzt keine Ahnung genau, wo ich lang gehen sollte. Nein, ich will da nicht hoch. Na, no, du kannst mich mal. Ich dreh mich einfach so im Kreis. Wohin? Ich hab keine Ahnung. Kommt der nicht hier rein? Scheint nicht. Aha.
Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Da. Was muss... Autsch! Da wollte ich nicht unbedingt reinrennen. Was muss ich jetzt machen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es eigentlich nicht. Muss ich den Typen an eine bestimmte Stelle bringen? Hallo, du. Ekebo, I see you. Jetzt komm mal mit. So, tauchst du auf. Jo, tauchst du. Na komm mit, du pädophile Sau. So, und jetzt geht's hier runter. Na komm. Gehen wir mal eine Runde. Du bist auch so intelligent, NPC. Ich habe keine Ahnung, wo ich mit dem Typen hin will. Ich gehe einfach mal irgendwo hin. Na, da bist du ja. Nein, du sollst doch hier runterkommen. Du bist so dumm. Folgst du? Jo, folgst. Ja. Oh mein Gott, er ist wieder irgendwo. Ach, wo zum Geier soll ich hin? Was zum Geier soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Lala, das Ding ist zu schwer. Lala, hier können wir gar nichts machen. Donated a piano, bla bla bla. Du willst nicht Piano spielen? Die Bilder sind dir auch relativ egal. Was muss ich machen? Ich verstehe es gerade nicht. Wo zur Hölle muss ich hin? Gut, ich versuche nochmal jede Tür zu öffnen. Vielleicht schaffe ich das ja doch irgendwie. Staff Room, bla bla bla. Staff Room, bla bla bla. Derpy. Wohl an in welchen. Ja, ich hab's kapiert. Hier kannst du es nicht mal lange durchhalten. Jetzt habe ich mich ja doch verlaufen. Super. Dabei dachte ich, dass ich mich hier mittlerweile auskennen dürfte. Wie kam ich nochmal darüber? So, jetzt bin ich wo? Ich bin hier. Aber wo ist hier? Hier ist da. Und da ist gegenüber von Norden, weil Osten im Westen liegt. Genau. Kann ich dich da runterschubsen? Nein. Das ist auch nur irgendein Schatten. Es fällt was, bla bla, jetzt bla bla. La 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 la. Wo kommst du denn auf einmal her? Moment, kann ich dich vielleicht umbringen? Ich versuche dich jetzt einfach mal umzubringen. Komm her. Wieso kann der da... Au! Durchlaufen! Idiot! Saftsack. Ranzkopf. Bringt's noch was, wenn ich die Leiche nochmal anspreche? Nö, ich bekomme nichts Neues. Keine neue Erkenntnisse. Okay. Da darf ich wirklich nicht rein. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wären die Toiletten.
Jungsklo-Toiletten. Moment, was war hier oben? Ich hab's schon wieder vergessen. Highspeed Motors hier auch. Principal's Office. Hallo, ich sehe dich durchs Geländer. Oh, top. Hättest du die Arme ausgestreckt, dann hättest du mich jetzt gehabt. Aber nein, du bist jetzt so blöd. Ups, das war der falsche Weg. Bam, 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 bam. Für Tonys, für Tonys, für ihren Spaß-Cartoonis. Was war hier unten? Hier unten war nur diese Leiche. Da, 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 da. Oh. So langsam leidet mein Kommentar, aber auch... Erschreck mich nicht, Mädchen. Du kannst dich hier heiden. Heiden. Verstecken. So, ich hätte jetzt 10 Minuten sparen können, wenn ich direkt hier hingegangen wäre, aber nö. Ich muss ja durch die Klassenzimmer laufen. Nein. Was? Nein, nein, nein. Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst. Und was? Nein, nein, nein. Nein, nein. Gluck, gluck, gluck. Urinal, ja, jetzt, was mache ich? Was mache ich jetzt? Door won't open. I know. Ja, du sollst dich auch nicht heiden. Du sollst... What am I going to do? Um jetzt heraus... Na, ich werde gucken, was ich zu tun habe jetzt, weil das verstehe ich gerade nicht. Mehr als einfach nur wegrennen kann ich ja jetzt nicht. Super, das war ja Kernomelz. Let's play Corpse Party. Bis zum nächsten Mal. Ciao.